Moin da draußen an alle Motorradfahrer und Technikbegeisterten. Herzlich willkommen zu Remis Garage. Moin moin liebe Leute, willkommen wieder zu Remis Garage, heute im Ende November. Es ist langsam ein bisschen frischer in der Garage, wir müssen uns dicker anziehen. Ich sag erstmal einen schönen guten Abend und trinke erstmal das Feierabendbier hier. Hm. Das kann man durchaus machen. Diesmal steht auf Original drauf. Hersteller darf ich nach wie vor nicht zeigen, aber darum geht es auch heute nicht. Denn, hier, drehen, da seid ihr. Daraus, wo es heute drum geht, seht ihr schon hier und ich habe es auch schon vorher angekündigt. Heute geht es um das Thema Reifen. Ich will da gar nicht zu sehr reingehen, welcher Reifen jetzt der beste ist und so weiter. Das muss jeder mit seinem Hintern selber entscheiden. Alle Reifen heutzutage sind einfach so gut von der Konstruktion und auch von der Gummimischung her, dass die, also aus meiner Sicht her, ich bin ja nicht der beste Fahrer, weitaus mehr können, als ich rausfahre. Darum geht es heute aber nicht, also ganz klar keine Reifenempfehlung, auch keine Herstellerempfehlung. Wir sind allerdings unterstützt worden durch das Material, was wir heute verwenden von der Firma Dunlop. Das finde ich ganz nett. Oliver, vielen Dank dafür und es geht auch schon los. Also, was ist beim Reifen wichtig? Ich gehe von innen nach außen. Und zwar ist der Reifen grundsätzlich erstmal unterschiedlich aufgebaut. Es gibt Diagonalreifen, es gibt Radialreifen und dann gibt es da noch so ein paar Mischdinger. Das zeige ich euch jetzt mal an den Schulungsunterlagen, die wir bekommen haben. Zack! Und zwar fangen wir mal an mit dem Radialreifen. Da drehe ich mal eben diese Pelle so ein bisschen. Zacki! Radial heißt, dass der Unterbau, also das, was wir nicht sehen, dass der quasi so vernetzt ist. Unser Kamerakind, Lalo, hallo Lalo, schön, dass du wieder da bist und die Kamera führst, der blendet das gleich dementsprechend ein. Das heißt also, diesen Diagonalreifen, der wird noch heutzutage verbaut. Logischerweise, weil wir hier einen sehr verwindungssteifen Reifen haben. Und wir sehen, er wird so in dem Supersportlerreifen als auch im Sport-Touring-Bereich eingesetzt, weil wir da einen tollen Kompromiss zwischen Steifigkeit von der Unterkarkasse haben und auch vom Fahrkomfort. Anders schaut das dann letztendlich raus beim Diagonalreifen. Sieht Mini Hinder Diagonalreifen. Der Diagonalreifen sagt, wie das Wort schon sagt, diagonal. Das heißt, der Unterbau ist einmal so gewebt und dann noch einmal so gewebt, sodass sich das kreuzt. Und das in 2 bis 3 Schichten. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich einen relativ weichen Reifenunterbau haben. Das heißt, einen flexiblen, der verzeiht mal so ein bisschen was. Diese Reifen verwenden wir also so ein bisschen im Motocross-Bereich als auch im Touring-Reifen-Bereich, also im Touring-Bereich, wenn wir da ein bisschen mehr Komfort haben wollen. Und da sich die Reifenhersteller immer wieder was Neues einfallen lassen, gibt es denn noch den Diagonalreifen mit Gürtel. Nennt sich dann in dem Fall hier bei dem Hersteller Dunlop Bias Belted. Das heißt, da ist noch ein endloser Gürtel drum gewickelt. Das zeigen wir euch dann gleich nochmal in einer Großaufnahme, dieses Bild. Da könnt ihr euch dann einmal selber ein Bild von machen. Bild, Bild, Bild. Wie das letztendlich aufgebaut ist. Das muss man ein bisschen ausprobieren. In der Regel fahren wir einen Radialreifen. Und wie wir das erkennen, was wir fahren, dafür haben wir halt Bezeichnung am Reifen. Ich habe hier mal so eine Pelle hingestellt. Da sehen wir hier, das kennt ihr alle, wenn ihr schon mal ums Moped drumherum gekrochen seid, 200/55 ZR17 MC 78W. Und dann kommen hier hinten noch so ein paar kleingeschriebene Sachen. Und diese Zahl, da kümmern wir uns nachher auch noch drum. Um diese Zahlen geht es letztendlich. Da fangen wir mit der ersten Zahl an. Das wisst ihr, das ist unsere Reifenbreite. Und zwar die Reifenbreite wirklich von Kante zu Kante in Millimeter. Warum sage ich jetzt Millimeter? Werdet ihr später erfahren. Das ist ein tolles Wortspiel. Also, Reifenbreite in Millimeter. In diesem Fall ein 200er Reifen.
ich sag mal, ältere Motorräder sind noch nicht so, haben noch nicht so breite Pellen. Mittlerweile sind wir bei 200 mm und breiter. Die nächste Zahl auf diesem Reifen ist es eine 55. Das ist das sogenannte Querschnittsverhältnis von der Höhe zur Breite. Das heißt, dieser Reifen ist 55% hoch, wie er breit ist. Prozent. Also zuerst Millimeter, dann Prozent. Man hätte das ja auch einfach machen können. Aber in diesem Fall ist es wirklich eine Prozentangabe, die uns sagt, wie hoch ist denn jetzt unser Reifen? Und zwar ist die Höhe vom Reifen wirklich ab diesem Wulstkern bis hier oben, das ist unsere Höhe. Also ein Verhältnis Breite zu Höhe, der ist 55% hoch, wie er breit ist. Dann gibt es wieder ein paar Buchstaben, in diesem Fall ein Z. Und das Z steht für unseren Geschwindigkeitsindex. Ich kenne kaum noch Reifen, die langsamer fahren, oder ich donner das hier mal hin, so. Also ein Z, ein Geschwindigkeitsindex, wenn da ein anderer Buchstabe steht, dann hat er auch einen anderen Geschwindigkeitsindex, logischerweise. Das R, das wird jetzt wieder interessant, da sind wir nämlich eben schon am Anfang kurz drauf eingegangen. Und zwar hat das was mit der Bauart zu tun. Habe ich dort nur einen kleinen Bindestrich anstatt des Rs, habe ich einen Diagonalreifen. Bei Dunlop ist es das B für Bias Belted und wenn ich das R habe, ist es ein Radialaufbau. Hat noch gar nichts mit dem Profil zu tun, was wir sonst so kennen. Das Profil hat quasi dann die Bezeichnung, wie in diesem Fall, ich soll das richtig aussprechen, sagte mein Kameramann, also Sport Smart. In diesem Fall über Kopf geschrieben, Sport Smart. Das sagt mir dann also, was ist das für ein Reifenprofil, wie sieht der aus? Und manchmal ist es auch ein Hinweis darauf, wo er mit eingesetzt wird. Also, ZR, R steht für Radial. Jetzt kommt eigentlich das, was ich früher auch in meiner Ausbildung nie so richtig verstanden habe. Ist aber wahrscheinlich dem zu Schulden zu kommen. Zu Schulden zu kommen? Nein. Dem geschuldet, weil Reifenhersteller und Felgenhersteller manchmal unterschiedliche Maßeinheiten haben. So muss man es ja sagen. Dass wir bei der nächsten Zahl, in diesem Fall die 17, da handelt es sich um Zoll. Und zwar ist es der Reifeninnendurchmesser bzw. der Felgendurchmesser in Zoll. Von der Unterkante bis hier oben sind 17 Zoll. Man könnte das natürlich auch in Millimeter schreiben, nur so einen kleinen Tipp an die Reifenhersteller, dann ist das einfacher zu verstehen. Also, in diesem Fall sind es 17 Zöller. Nicht? Kennen wir vom Auto, wenn einer sagt, ich habe da ein 20 Zoll Rad drauf. Ne? Dann hat das eigentlich gar nichts mit dem Reifen zu tun, sondern das ist wirklich der Innendurchmesser. Da kann ja auch mal sein, dass das Verhältnis von Reifenhöhe zu Reifenbreite ein ganz anderes ist. Dass wir einen sehr schmalen Reifen haben oder einen sehr breiten Reifen. Ihr könnt ja mal rausgucken, eure Winterreifen und eure Sommerreifen mal so ein bisschen miteinander vergleichen. Jetzt kommt für uns Motorradfahrer das, was wichtig ist. Und zwar sind wir MCs. MC steht nicht für Motorradclub. Nein, in diesem Fall ist es total simpel. Es steht für Motorcycle. Also total easy. Und dann kommt da hinten noch eine Zahl. Und zwar ist es der sogenannte Load Index. Das ist die Tragkraft. Und das ist eine Zahl mit einem Buchstaben. Das sagt, bei wie viel Kilogramm, bei welcher Geschwindigkeit dieser Reifen maximal frei zugelassen ist. Also wie er getestet wurde, um zu gucken, Mensch, was hält denn der überhaupt so aus? Gedankenpause. Ich muss hier mal so ein bisschen umblättern, weil das ist wirklich sehr, sehr viel. Ihr könnt auch nachher im Video logischerweise hin und her scrollen. Das ist erstmal viel Info und viele Sachen, die man jetzt erstmal so verarbeiten muss und sagen, Mensch, ja, das interessiert mich nicht, ist aber auch einfach erstmal nur für Basiswissen. Ihr Fachkräfte da draußen, schlagt jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammen. Natürlich kann man da noch tiefer drauf eingehen bei vielen Sachen. Darum geht es nicht. Es ist letztendlich für den Endverbraucher, dass der mal gehört hat, was hat er da überhaupt auf nur Felge drauf. Dann kommen wir noch zur Dot-Nummer. Die Dot-Nummer ist dann immer so eine Sache, wenn ihr euch ein gebrauchtes Motorrad kauft und schaut, Mensch,
wie alt ist denn der Reifen überhaupt? So, und dann fängst du an, am Moped drumherum zu kraxeln und irgendwann taucht dann diese Doppelnummer auf. Findet ihr im Motorradbereich, findet ihr auch im Pkw-Bereich. Früher war es eine dreistellige Zahl, mittlerweile sind wir bei einer vierstelligen Zahl und das ist ja nur das, was zählt. Hier haben wir die 19 und die 18. 19 heißt 19. Kalenderwoche und in diesem Fall im Jahre 2018. Je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, ist dieser Reifen 3 Jahre alt oder älter. Man weiß es nicht. Also die ersten 2 Zahlen stehen für Kalenderwoche und die letzten beiden Zahlen stehen fürs Jahr. Habt ihr da eine 00 stehen? Hat das nichts damit zu tun, dass das Ding auf dem Klo produziert wurde? Nein, logischerweise 2000er Produktion. Solche Reifen solltet ihr natürlich heutzutage nicht mehr fahren. Die sind steinhart und haben gar keinen Grip mehr. Gummireifen verlieren logischerweise im Laufe der Zeit auch so ein bisschen an Weichmacher und der Weichmacher sorgt letztendlich dafür, dass der Reifen geschmeidig ist und Grip aufbaut. Das Profil verrät uns ja so viel, aber nicht in welche Laufrichtung der Reifen drauf gehört. Das verrät uns ein Pfeil auf dem Reifen. Das hat einen ganz speziellen Grund. Also, Motorradreifen sind in der Regel laufrichtungsgebunden. Das heißt, er muss auf eine bestimmte Anzeige muss er stehen. Das heißt, dieser Reifen dreht sich, wenn er läuft, in diese Richtung. Warum? Weil ich unterschiedliche Kräfte habe, die wirken beim Beschleunigen und beim Bremsen. Logischerweise, wenn ihr beschleunigt und ihr macht den Gashahn auf, das Vorderrad kommt hoch, wirkt natürlich auf das Vorderrad eine ganz andere Kraft wie auf dem Hinterrad. Und beim Bremsen genau das Gleiche. Deswegen sind die Laufrichtungen so, so wichtig. Lasst euch bitte da nicht vom Profil irritieren. Das sieht manchmal ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber kurzer Blick auf den Reifen. In welche Richtung muss er laufen, dann wisst ihr genau, was Phase ist. Da können wir jetzt nichts zu einblenden, weil da habe ich Schulungsmaterial gekriegt. Da ist das falsche Produkt drauf, sage ich jetzt mal so. Auch wenn ich ja hier produktneutral bin, aber das zeige ich euch nicht. Also, Laufrichtung ist soweit klar. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo auch die Werkstätten öfters mit kämpfen, die Monteure mit kämpfen, wenn irgendwas erklärt wird, die Verkäufer, Ankäufer und Kaufinteressenten immer wieder so ein bisschen ja, aneinander geraten, will ich nicht sagen, aber das sorgt manchmal für Diskussionen. Reifen nutzen natürlich aufgrund ihrer Fahrwerke manchmal ein bisschen komisch ab. Aber da gibt es Abhilfe, es gibt nämlich eine klare Definition, wo sollte ich das Profil messen. Vom Gesetzgeber her heißt es in den Gesetzestexten mindestens 1,6 mm. Auch meine Empfehlung, so wie bei den Reifenherstellern, so alles was unter 2 ist, das solltet ihr wechseln. Also für eure Gesundheit. Wo messe ich das jetzt? Wenn ich mir so einen Reifen anschaue, da kann ich natürlich überall fröhlich messen. Es gibt im Handel Profiltiefenmesser, der eine oder andere hat eine Schieblehre zu Hause. Damit kann man das alles wunderbar machen. Aber wo messe ich das jetzt? Und zwar gibt es eine Indikatorstelle. Ich habe das mal so ein bisschen mit Kreide markiert. Hier ist so ein kleines Dreieck drauf. Und das findet sich auf mehreren Positionen wieder. Der Lado zeigt das nochmal, wenn er ein bisschen weiter zurückgeht. Da habe ich so einen Indikator und hier oben habe ich einen Indikator und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und diese Indikatoren, die sagen mir ganz genau, wo ich messen soll. Und zwar weist er darauf hin, dass ich hier meinen Verschleißindikator habe quasi. Das ist dieses gute Stückchen hier. Das Problem dabei ist bloß, das wird manchmal hergenommen und zu sagen, naja, der ist ja noch gar nicht zu sehen oder er ist ja gerade angefangen. Wenn der erreicht ist, seid ihr unter 1,6 mm. Lasst euch da bitte nicht ins Fuchsohren jagen. Das heißt, dieser Indikator ist nur eine grobe Information. Wenn ihr den erreicht habt, seid ihr schon außerhalb des rechtlichen Bereichs. Das heißt, daneben, da solltet ihr irgendwo messen und da dürft ihr nicht unter 1,6 mm kommen. Sonst habt ihr nachher mit dem Schutzmann ein kleines Problem. Wenn er misst und er weiß, wo er messen soll, das kriegen die nämlich auch geschult. Also da bitte vom Gesetzgeber her nicht unter 1,6. Für eure Gesundheit bitte nicht unter 2 mm. Dann wird es immer ein bisschen doof. Ja, das war es schon fast im Großen und Ganzen. Aber jetzt geht es noch darum, ey,
ich habe ein Speichenrad, ich habe eine Enduro oder ich habe einen Oldtimer. Speichenrad mittig gespeicht, hält er ja nicht die Luft. Schwierig. Das heißt, wir haben noch zwei Unterschiede. Ein Tubeless-Reifen und ein Tube-Reifen. Das heißt, ich habe einen Reifen, wo innen drin ein Schlauch ist, wie beim Fahrrad, oder in diesem Fall ein Tubeless-Reifen. Das könnt ihr natürlich auch auf dem Rand des Reifens sehen. Da steht dann drauf Tubeless. Das Coole dabei ist, den Tubeless-Reifen, also den Schlauchlos-Reifen, den dürft ihr auch mit einem Schlauch fahren. Nur umgekehrt macht das gar keinen Sinn. Ne? Das heißt, wenn ihr einen Schlauch habt und ihr rotzt da einen Reifen drauf, der Tubeless gefahren werden muss, verliert ihr die Luft. Also ein Schlauch bei gespeichten Felgen logischerweise rein und beim Tubeless-Reifen auf einer Gussfelge oder bei außengespeichten Felgen, da braucht ihr keinen extra Schlauch. Zu den Gummimischungen. Das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, Geschmackssache. Heutzutage sind wir allerdings dabei, oder die Reifenhersteller dabei, dass wir mehr Gummimischungen machen. Das nennt sich denn Multitreat-Komponente. Das heißt, in der Mitte habe ich also eine etwas härtere Gummimischung und zum Rand wird es ein bisschen weicher. Sorgt logischerweise dafür, dass der Reifen ein bisschen gleichmäßiger abläuft. Ihr kennt es noch so von ganz früher her, der ein oder andere neuer Reifen auf der Autobahn. Ihr wollt schnell Richtung Süden, Autobahn, Mischer auf, dann kommst du dann mit einem eckigen Reifen an und dann musst du den erstmal 3 Tage wieder rundfahren. Das ist mit diesen 2-Komponenten-Mischungen minimiert. Weg ist es nicht. Mitte hart, außen ein bisschen weicher. Und dann habt ihr eigentlich einen ziemlich guten Reifen. Heutzutage. Also alle Reifen, gute Reifenmischung heutzutage. Euer Popometer sagt euch, welcher Reifen euch gefällt. Da kann man nur schwierig Empfehlungen aussprechen. Ich halte das auch immer so ein bisschen für schwer, wenn irgendwelche Reifentests irgendwo laufen. Versucht euch möglichst, wenn ihr die Option habt, da ein eigenes Bild von zu machen. Diverse Werkstätten haben Ersatzfahrzeuge mit unterschiedlichen Reifen drauf. Ihr könnt ja da mal freundlich nachfragen, ob ihr da mal so eine Probefahrt mit dem und dem Reifen machen könnt, wenn der dort verbaut ist. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich nehme noch mal so einen Schluck von meinem Feierabendbier. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie wieder unten in die Kommentare. Dem einen oder anderen konnte ich schon helfen. Vielen Dank für eure Fragen. Finde ich auch für mich immer wieder informativ, was da halt fragetechnisch noch so auf der Strecke bleibt. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend und gesund bleiben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schaltet in 14 Tagen wieder ein, wenn es heißt Rennys Garage.